Und Una Pilzer, TV Refra
Janka de Völker und Wanda Hengst auch vom Arbeitsmittel aus Schleswig-Holstein. In der Altersklasse U19 im Herren Einzel Max Weißkirchen, Esther BC Beuel, Nordrhein-Westfalen. Und Simon Wann, Esther BC Büschelsheim aus dem Saarland. Damen Einzel, Luisa Heim, Esther BC Beuel, Nordrhein-Westfalen. Und Ivan Lieb vom Hamburger SV aus Hamburg. Herr Noppel, David Peng, Esther BC Beuel, Nordrhein-Westfalen und Max Weißkirchen. Und den Titel im Herrn Noppel wollen auch haben Janne Geis, Blau-Weiß-Mittau, Schleswig-Holstein, Daniel Seifert, TSV Trittau, Schleswig-Holstein. Im Damen Noppel, Luise Heim und Yvonne Lee gemeinsam, nebeneinander. Nadine Kordes, VfB SC Pein in Niedersachsen und Eva Jansens, Esther BC Beuel, Nordrhein-Westfalen. Und zu guter Letzt in der Vorstellungsrunde das gemischte Doppel Max Weißkirchen, Eva Jansens. Sicherlich kann in jeder Disziplin nur einer deutscher Meister werden oder im Doppelgang zwei. Habt viel Spaß bei den Spielen und ich hoffe, dass dann am Ende der Glückliche, der Bessere vielleicht gewinnt und wer der unterliegt, sollte auch bitte gewiss sein. Er hat ein tolles Ergebnis wieder gespielt letztendlich bei den deutschen Meisterschaften in Gera. Alles Gute, Ihnen viel Spaß bei den Finals und wir sehen uns hören uns dann wieder bei der Siegerehrung. Schönen Dank und ihr könnt gleich den Kurs hier zu probieren. Dankeschön. Thank you.
Thank you.
Valenz hat immer was bringen müssen. Richtig, ja. Thank you.
weiß, was da vom Himmel kommt. Ist. Thank you.
Thank you.
Heidemarie Steinlupkal. Für die erfolgreichste Nachwuchsspielerin, Nachwuchssportler des DBV in der letzten Zeit, in der letzten Saison. Und in diesem Jahr ist uns die Entscheidung nochmal sehr schwer gefallen. Wir haben uns entschieden für jemanden, der auch aus der Jugend herausgeht. Alles auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass die anderen, die danach kommen, ja vielleicht sogar noch ein oder zwei Jahre Jugendzeit haben und dann auch diesen Pokal sicherlich in aller Ehren gewinnen können oder übertragen bekommen können. Das ist ein Wanderpokal, der muss also leider wieder zurückgegeben werden im nächsten Jahr. Und der Pokal geht in diesem Jahr an eine junge Dame, die zum dritten Mal deutsche Meisterin U19 Damen-Einzel wurde, Luise Heim.